Bei einer Schießerei in Oberhaus im Ruhrgebiet hat es einen Schwerverletzten gegeben. Zuvor waren in einem Park mehr als 30 Personen bei einer Massenschlägerei aufeinander losgegangen. Zeugen berichten, dass auch Mitglieder krimineller arabischstämmiger Clans daran beteiligt waren. Anschließend fielen Schüsse. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Das Opfer wird im Krankenhaus von der Polizei bewacht. Die Beamten kontrollierten mehrere Fahrzeuge von Verdächtigen. Ein Wagen wurde abgeschleppt. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.